komme nie allein. Ich muss die anderen finden. Sieh mal nach, Sühne. Was siehst du, alte Freundin? Ich habe kein gutes Gefühl. Nur wir drei? Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Langschiffen berichten. Ohne ihn den Kopf von Sigurd. Wir können irgendwie von den Langschiffen berichten. Ohne ihn den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson bringen. Was ist besser? Nun gut. Wenn Ljot zurückkommt, wägen wir den nächsten Schritt ab. Doch ich will hier nicht unnötig verweilen. Hörst du? Jammer nicht wie ein Kind. Strecke deine Flügel, Sühne. Sigurd muss davon erfahren. Ich muss sehen, was du siehst. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kjötvi stärker. Ich spreche als dein König, Sigurd, nicht als dein Vater. Höre meine Warnung oder geh. Du wirst niemandes König mehr sein, wenn du nicht bald handelst. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater.
Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Speer erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht, aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Hier können wir nicht segeln. Wir können jetzt das Segel nutzen, Eivor. Krieger, Rengir. Als ich fort war, fern ab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heute Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen. Doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Feuer!
Schiffe! Grüße, Rabenclan! Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. Ein jeder, der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen. Doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja. Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern.
Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet.